Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge von Fortune Island. Es ging ziemlich schnell mit den 10 Folgen. Also, ganz angemerkt. Wir machen heute weiter bei traumhaftem Sonnenschein mit dem Lamborghini Urus. Ist doch herrlich hier, ne? Finde ich auch. Und von der Höhe, der gefällt mir doch ziemlich gut. Vielleicht mal müssen wir Lamborghini ein Kombi oder sowas rausbringen. Oder halt so eine Limousine mit so einer Front. Würde ich geil finden. Auch gerne mit V12 Motor. Hatte ich jetzt auch nichts dagegen. So. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ja doch, der passt von der Optik. Ja, hier hoch. Rechts abbiegen. Das Schildchen da vorne hätte ich ganz gerne. Bestleistung, okay. Da war ich beim letzten Mal da, aber ziemlich langsam. Halt, stopp. Ja, ist doch gut. Kleiner Ford. Pass hier durch. Jawohl. Guten Tag, die Damen und Herren. So, vorsichtig. Ich will ja nichts kaputt machen. Das ist kein Eigentum zerstören. Würde ich auch sonst niemals machen. Und dann könnte ich noch einen Wegbereiter-Tor machen. Sind wir das hier schon gefahren? Ha! Sind wir noch nicht gefahren? Machen wir mal das einfach mal. So, der Wagen immer noch hinkriegen. In 200 Metern rechts abbiegen. Obwohl jetzt noch weniger aufwandfähig ist als vorher. Da passt schon. Hier muss ich aber durch. Da ist wieder aufgeklärt, der Himmel ist aufgeklärt. Das ist wieder annehmbar. Immer noch alles nass hier. Einmal lächeln, meine Passfotos. Und eine Bestleistung. Alter, wie lange war ich denn da? Du hast dein Ziel erreicht. Okay. Anlauf nehmen. Also zwei Sterne sollten wir bestimmt schaffen. Oh Gott. Halt, stopp, ja. Bin ja gut durchgekommen. Ich muss weiter zurückspulen. Ich denke nach links, aber der Wagen, den interessiert das so überhaupt nicht. So, ich glaube, das ging ziemlich schnell. Ah, Bestleistung. Direkt auf 3 Sterne. Der Wagen ist ja auch noch fast heil. Ein paar Kratzer. Kann man wieder ausbeulen. Okay. War schon Runde 8. Dann sollten wir auf Stadtsuche gehen. Schätze ich mal. Weil ich bin gierig nach Geld. Ich will es haben. Okay, 80er Lambo. Damit ist der LM002 gemeint. Okay, durch den Wald gedröhnt. Wahrscheinlich ein Gefahrenschild, würde ich jetzt mal tippen, mit so einem Auto. Also heute bleiben wir bei Lambo. Wir werden die Marke nicht wechseln. Obwohl, vielleicht doch. Habe ich den Wagen überhaupt? Nö, habe ich nicht. Geil. Dann fahren wir ganz kurz zum Festival. Kaufe ich mir den Wagen mal schnell. Dafür muss auch Zeit sein.
da. Lass die wichtigen Leute durch. Du hast dein Ziel erreicht. Die sich für einen Lambo leisten können. AKA, den von Forza geschenkt bekommen haben. Was kostet so eine Hose eigentlich? Ist doch bestimmt schweineteuer. 150.000? Einfach mal so irgendeine Zahl in den Raum werfen. 150.000, ist das realistisch? Oder noch mehr? Bestimmt noch mehr, oder? Ich glaube, ein Huracan, was kostet dann so ein Huracan? Der kostet so um die 210.000, würde ich schätzen. Eine Basisausstattung. So, Lamborghini. Das ist ein gutes Stück. LM002. 86. Eigentlich ist, denkt man, das ist der Wagen gemeint, aber das ist ein Übersetzungsfehler. Ihr sollt diesen Wagen nehmen. Wenn ihr das Rätsel lösen wollt. Das sind mal Reifen, ne? Ich meine, der Wagen hat sogar den Motor vom Countach oder Coutage, wie auch immer der heißen mag. Oh, sogar hinten mit Sitzmöglichkeit. Ist ja praktisch. Das ist mal ein richtiges Schiff. 180.000! Naja. Das Kosten haben wir eh gleich wieder reingeholt. Also von daher, ist doch egal. Dann tippe ich mal auf ein Gefahrenschild, was wir machen müssen. Oder halt Wegbereiter. Aber alles andere macht mit diesem Wagen keinen Sinn zu fahren. Blitzerzone auch eher weniger. Oder Blitzer. Gucken wir mal, was die Karte so hergibt. Genau, naja. Bestzeit. 41 km/h mehr, okay. Das würde also heißen, den Pinsel durchdrücken. Das war sowas von. Und durch den Wald gedröhnt. Ich glaube, dröhnt Shooterwagen auch. Ruinensprung. So, hier oben, was haben wir hier oben? Nordklippen. Ein Nadelfall. Durch den Wald gedröhnt. Was haben wir hier noch? Sturmbucht. Das sind nur die PR-Stunts. Oder halt Wegbereiter. Was könnte der hier sein? Waldlauf. Den wir vorhin gemacht haben. Ist der hier oben? Nee. Auch nicht. Ich schätze mal, es ist der hier. Der Waldlauf-PR-Stand. Gucken wir mal. Ich bin mir da ziemlich sicher. Hey, weg da. Ja, ich habe so bis 100 km/h. Kann man machen. So, jetzt irgendwie dahin fahren. Ich weiß nicht, gleich, wie wir letztes Mal nehmen. Da war doch irgendwo so eine halbwegs so eine Lücke, wo man durchfahren kann. Genau hier. Ist er erlöst und tschüss. Hallo Fabian. Ort aktualisiert. Beeil dich lieber. Deinetwegen sind einige Schatzsucher auf dieser Insel ziemlich verzweifelt. Kein Wald. Mit Blick auf Wasser. Ja, wie weit denn noch? Hat jemand gesehen? Dann hole ich mir meinen Urus zurück. Der ist doch wohl ein bisschen besser als der Wagen. Ist das der Countach-Motor? Ich glaube schon.
Ja, gut, 5,2 Liter. 2,7 Tonnen. Ich hätte den sogar auf noch mehr geschätzt. So. Ob wir jetzt wieder ein Auto kriegen? Ich glaube, den Salen, den brauchen wir noch. Und den Aventador J. Die fehlen noch in der Sammlung. Wir brauchen Wald. Aber auch mit Blick quasi auf den Bär. Wenn das Vulkan wäre, das wäre doch awesome, oder? Wenn der Gipfel da, wenn der Vulkan irgendwie spucken würde. So, sind wir auch schon. Hier Telefonzelle. Really? Mitten im Nirgendwo. Ist da eine Straße? Auf jeden Fall ist da Wasser. Das sieht man ja eindeutig. Moment. Mach's mir einfach. Okay, da schon mal nicht. Was haben wir denn hier oben? Ja gut, hier ist ein bisschen Wasser. Aber ich denke, das ist damit nicht gemeint, weil wir müssen ja so in die Richtung gucken. Auf dem Bild guckt man zumindest in diese Richtung. Also muss es woanders sein. Wasser ist ja eigentlich nicht. Von hier unten vielleicht. Hier ist auf jeden Fall schon mal Wasser. Also an genügend Wasser wird es nicht scheitern. Aber an der Aussicht. Nee, komm. Es muss hier relativ weit oben sein. Sonst sehen wir ja gar nichts. In welche Richtung ist der Berg? Richtung. Ich kann hier den Rand absuchen. Falls mich dumm anstellt, könnt ihr ruhig lachen. Habe ich kein Problem mit. Oh, wie süß. Ey, bleib stehen. Jetzt muss ich mal Red Dead spielen und jetzt meine Sniper rausholen. Die Dinger wegballern. Können wir mit dem Weg hier folgen? So, der führt ja gar nicht weiter. Hm. Ist ja auch vielleicht ein Schild versteckt? Scheint nicht so zu sein. Wir fallen ein erstklassiges Haus. Müssen mal zum Verkauf angeboten werden. Für, naja, 300.000 ist es bestimmt wert. Ein Schnäppchen, sage ich euch. Wo zur Hölle ist die Drohne? So, das ist auch gerade wieder perfekt dafür, zum Suchen. So gut wie gar nichts. Von ihrem Video wahrscheinlich noch weniger.
gar nicht sein. Oh, noch mal das Bild. Ich werde aber gleich aufhören zu suchen, weil es einfach zu dunkel dafür ist. Wo ist denn da so viel Wasser? Und der Blick Richtung Berg. So viel kann es ja nicht sein. Wo ist denn hier Wasser? Was dann auch dazu passt. Frage ich mich halt. Okay. Finde ich gar nicht. Bin ich anscheinend zu blöd für. Denn wenn wir jetzt weiter ein wenig driften, der Driftclub, da fehlt noch so einiges. Vielleicht kommen wir danach wieder zurück. Suchen wir es weiter. Und nicht bei dem Wetter jetzt. Das ist ziemlich zwecklos. Verlambo, ich darf das. Sau. Nichts passiert. Alles heil. Bei nächster Gelegenheit wenden. Hier hochkommen. Okay, da nicht. Wenn wir gerade was weiterfahren, bleiben wir da hängen. Und okay. Jetzt noch denken. Gleich da. Da machen wir, naja, so zwei Kapitel, denke ich mal schon. Du hast dein Ziel erreicht. Driftclub 2.0. Nächstes Kapitel. Ich habe mit dem Festival und den Behörden gesprochen. Wenn du das schaffst, können wir die Insel zu unserem Hauptquartier machen. Vielleicht dürfen wir sie sogar umbenennen. Bereit? Ich habe den perfekten Wagen für dich. Den BMW 325i von meinem Freund Andy. Standardmäßiger Chevy LS-basierter 6,2 Liter V8 Motor. Aber er hat einen enormen Vorteil. Dich am Steuer. Das ist, glaube ich, kein Vorteil. Das ist eher ein Nachteil, wenn ich am Steuer bin. Ich habe ein paar schöne Serpentinen, die du unserem guten Freund Funktionales Übersteuern vorstellen solltest. Formula Drift Maschine. Du hast also über 70 Grad Lenkwinkel. Was ich damit sagen will, versuch einfach das Ding nicht über eine Klippe zu steuern. Werde ich hoffentlich schaffen. Oh, von der Driftzone. Okay. Ein Driftauto.
dir alles beigebracht, was ich übers Driften weiß. Nichts. Bambi, schön den Arsch hängen lassen. Also Ziel haben wir jetzt ja gerade so geschafft. Also Ziel 3 Sterne. Gefallen euch diese Moves, Horizon? Willkommen im Club. Also, dem Driftclub. Ja. Gut, dass du es nochmal gesagt hast. Ich kann hier alles interpretieren. Meine Güte. Das ist aber eine Driftstrecke, Alter. Die armen Reifen. Tut mir jetzt schon leid. Schaltet aber sehr, sehr langsam. Oh, 500.000 Punkte. Easy. Ich nehme die Sache wirklich ernst, Fortune Island zum festen Zuhause vom Drift Club zu machen. Ich meine, dieser Ort ist doch einfach nicht zu übertreffen. Drei Sterne. Jawohl. Also, BMW, ja, V8, ich weiß ja nicht. Wir haben so einen Riesen V8. Level 3. Driftakulär, ah ja. Jugendwort des Jahres 2018. Ja, eine machen wir noch, ne? Na sicher. So. Ach Göttchen, 300.000 waren 3 Sterne. Ach Göttchen. Ist ja süß. Unser Hauptquartierplan für Fortune Island liegt erstmal auf Eis. Ich wollte, dass wir wieder das machen, was der Drift Club am besten kann. Sich über die kleinsten Details der Drift-Technik streiten. Also, das ist noch ein angepasster 240SX aus der Formula-Drift-Szene. Diesmal von 1995, mit nur 830 PS. Du musst also zeigen, dass es ebenso um Raffinesse wie um pure Power geht. Also 830 PS, das ist halt schon wirklich wenig, ne? Muss ich echt aufpassen. Technische Raffinesse konnte ich in diesen Abschnitt nicht mehr reinquetschen. Der Rest liegt bei dir. Oh yes, baby. Ja gut, Ziel geschafft eigentlich schon. Spürst du die weichen Federn? Ja. Ich sag's ja immer wieder, ob du es glaubst oder nicht, bei der Formula Drift geht es darum, wie viel Haftung man behält. Oder eher gesagt, nicht behält. Offroad? Warum? Reifen können noch etwas mehr vertragen, meinst du nicht? Noch mehr Offroad, oder wie? Das auf jeden Fall nicht. Weniger Offroad.
Verdammt, das arme Auto. Es tut mir leid, Nissan. Es tut mir wirklich leid. Das Fahrzeug auch auf Schuh trifft. Naja, besiegt wieder mal Level 100. Was will er da nicht klippen? Oh, oh. Glück gehabt. Wenn ich hier auch eine Sterne schaffen werde, bin ich jetzt aber nicht mehr so sicher. Offroad driften mit einem nicht offroadfähigen Auto. Oh! Ist nicht zu empfehlen. Bei mir auf so einer schmalen Straße. Die erste Regel vom Drift Club ist: Macht alles genauso! Okay. Nein, 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 nein. Und Abgang. Wenn ich aber sterbe, dann so. Stilvoll. Nicht so langweilig, so. Okay. Keine Ahnung. Hier Schlaganfall oder sowas sterben oder mit Krebs. So ist das viel cooler. Dann löse ich das Auto von seinen Qualen. Das wäre auch nicht gut ausgegangen. Jetzt sag nicht, 400.000 war das Ziel. Wehe. Was nicht heißt, dass wir uns später nicht trotzdem darüber streiten können, weißt du? Nur so zum Spaß. Das wäre jetzt echt geil gewesen, wenn das Ziel 400.000 Punkte gewesen wäre. Alter. Dann hätte ich mich tot geärgert. Super Wheels bin. Okay, Driftclub 2.0 scheint wirklich sehr einfach zu sein. Entweder bin ich ein sehr guter Drifter, wovon ich allerdings nicht ausgehe. Bin auch kein guter Drifter. Oder es ist wirklich extrem leicht. Dann gucken wir mal kurz, wie knapp es denn war, die 3 Sterne. Diesmal sogar ein bisschen knapper, aber ist immer noch sehr einfach. So, 3 Kapitel fehlen noch, die werden wir dann irgendwann später machen. Ich möchte noch einmal kurz den Schatz weiter suchen. Jetzt ist es nämlich auch Tag. Also sollten unsere Chancen deutlich höher liegen, wenn wir auch sehen, wo wir gerade sind. In diesem wunderschönen Wald. Und ist das da überhaupt Wasser? Aber sieht doch eigentlich so aus wie Wasser, ne? Die Schatztruhe steht dann in irgend so einer Schneise. Nur wo könnte das sein? Das ist die andere gute Frage. Ich kann mal von hier oben gucken. Ich müsste eigentlich...
Dann schaut's, das muss ja ziemlich weit oben sein. Aber auch in einem ziemlich dichten Wald. Man hat da wirklich viele Bäume auf dem Bild gesehen. Das sah auch ziemlich eben aus. Okay, sehr interessanter Stein. Wo zur Hölle ist das? Ist hier in die Richtung? Ey, lauf nicht weg. Bleib hier. Och Mann. Wieso hat das die Angst vor mir? Verstehe ich gar nicht. Hier fliegt nur eine Drohne rum. Das ist völlig normal. Ich bin, glaube ich, schon wieder zu blöd dafür. Ja, bei dem Baum läuft es auf jeden Fall. Der chillt hier erstmal schön schief. Ist das neue gerade eigentlich? Ja, ich meine, gerade ist ja langweilig, deswegen muss ja alles schief sein. Wie unser Schieferturm von Pisa. Der auch seine besten Zeiten wohl hinter sich hat. Oh, was ist da unten? Aber man sieht er den Berggipfel dann gar nicht. Ich stelle mich doch bestimmt wieder extrem dämlich an. Also eigentlich wie immer. Kein Unterschied zu sonst. Hier ist es ein bisschen feucht. Zwei sind ein Schatz im Wald zu verstecken, das ist halt auch ziemlich fies. Hat sich man ja kaum. Nee, weiter runter. Ich meine, genug Wasser haben wir hier. So, Berggipfel. Irgendwie hier unten. Das ist ein Holz. Ah! Hehehe. Never give up. Never give up, meine ich. Es lohnt sich immer zu kämpfen. Denn da vorne. Und bam. Noch eins? Wieder eine Mülle schwerer. Schätze ich. Wir tun alles, um deine Identität vor den anderen Horizon-Fahrern geheim zu halten. Aber an deiner Stelle würde ich mit dem Geld nicht auf dem Festival herumwedeln. Warum nicht? Ist doch schön. Hat doch genug Scheine. Ja, aber es gab jetzt noch kein weiteres Auto. Ich glaube, jetzt nur die 1 Million. Dann bin ich mal gespannt, wie wir die nächsten Autos bekommen. Jetzt aber Aventador J, der fehlt noch, und der Salen. Die müssen wir auch irgendwie bekommen. Entweder mit den letzten Schätzen oder bei anderen Events als Belohnung vielleicht. Wer weiß das schon? Auch Shelby finde ich gut. Das gefällt mir. Also können wir die Folge positiv beenden. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne schaut auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn ich wieder am Rumfällen, Rumnuben, am Blödsinn machen bin.
Also bis morgen 18 Uhr und tschüss.